persönlich. Sandra Schiess im Gespräch mit Gästen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Sendung persönlich. Meine Gäste sind heute zwei, wo man zuerst anhand von ihren Tätigkeiten könnte vermuten, sie haben Ähnlichkeiten. Was aber, und das werden Sie im Verlauf dieses Gesprächs selber merken, nicht so ist. Der Dr. Kurt Derungs ist Landschaftsmythologe, jemand, der streng kulturwissenschaftlich verschiedene Plätze in der Schweiz erforscht und sich mit Regionen auseinandersetzt. Er hat unter anderem auch ein Buch geschrieben, «Geheimnisvolles Basel». Der Lucius Werbmüller ist Präsident des Basler Psi-Verein und organisiert Basler Psi-Tag, der übrigens nächste Woche dort in Basel zum 20. Mal stattfindet. Und er ist jemand, der sich mit parapsychologischen Phänomenen auseinandersetzt. Ja, zwei Gäste mit Berufsbezeichnungen, wo wahrscheinlich nicht allen klar ist, was sie machen. Kurt Derungs, ich habe einen Bruchteil von dem, was sie machen, vorhin erwähnt. Aber erklären Sie uns doch zuerst mal, was ist überhaupt ein Landschaftsmythologe? Ein Landschaftsmythologe sollte sehr viel Wissen mitbringen, geisteswissenschaftliches Wissen. Und er sollte zum Beispiel Volkskunde, Sprachgeschichte, Archäologie, ein ganz breites Spektrum haben. Und was wir machen als Landschaftsmythologe, Landschaftsmythologin, wir betrachten die Landschaft als Gewebe, als ein vernetztes System. Also, ich kann das vielleicht noch mal ein Beispiel erklären. Man kann ein Wort erklären, zum Beispiel Basel oder Zürich, und das sprachlich auseinandernehmen. Man kann einen Text erklären und die verschiedenen Schichten interpretieren. Man kann aber auch eine Landschaft als Text betrachten. Das ist also eine ganz moderne Betrachtung. Eine Landschaft als vernetztes Gewebe und dementsprechend interpretieren. Also es ist sehr, sehr spannend, dann nachher das so zu lesen. Ich komme jetzt gleich noch nicht ganz raus, wenn Sie sagen, eine Landschaft lesen. Wie konkret lesen Sie denn die? Also in einer Landschaft gibt es zum Beispiel Namen, wie ich schon gesagt habe, Fluss nehmen, Hügel nehmen. Es gibt gewisse kirchenmythologische Sachen, es gibt bestimmte Charakteristika, zum Beispiel hier in Basel der Münsterhügel, dann der Fluss Rhein, dann die drei Hügel, Margareta, Tüllingen, Krishona, dann in einem grösseren überregionalen Prinzip das, die Belchen und Blauen Berge. Also das sind alles so Spuren, die man in der Landschaft lesen oder erkennen und die in Beziehung setzen. Wir kommen dann vielleicht noch zu einzelnen Punkten zurück, aber wenn Sie sagen, das Münster oder der Münsterhügel, was lesen Sie dort drin? Also der Münsterhügel mit dem Fluss ist sicher eine Art wie ein Zentrum von dieser ganzen Region. Es ist so ein Hügel oder ein Buch oder so ein Zentrum vom Ganzen. Und es ist ja nicht zufällig, dass dort das Münster drauf ist und sehr viele Kirchen. Also auch in der christlichen Tradition hat man den Platz praktisch christianisiert und die verschiedenen Kirchen dort drauf gebaut. Die gleiche Frage geht nachher auch an Lucius Werbmüller. Herr Werbmüller, nicht alle ist klar, von was für einem Verein Sie überhaupt Präsident sind. Psi, was heisst Psi-Verein, also Psi? Psi, ja, sehr viele Leute denken, dass sie eine Abkürzung und reden von PSI. Psi ist ein Kunstwort, es ist eigentlich einfach ein griechischer Buchstabe und der erste Buchstabe vom Wort Psyche, für Seele. Und man hat diesen Begriff einfach gewählt für eine hypothetische Kraft und eine Fähigkeit vom Menschen, außerhalb der Sinn wahrzunehmen. Psi ist im Prinzip die Kraft, wo man vermutet, dass sie all diesen Phänomenen zugrunde liegt, der parapsychologische Phänomen. Und Parapsychologie als solche, es wird oft synonym verwendet, das ist eine Wissenschaft, die sich einfach zur Aufgabe gemacht hat, die in allen Kulturen anzutreffenden Bericht von übernatürlichen Geschehnissen auf ihren rationalen Kern zu untersuchen und die moderne Parapsychologie vor allem auch das in experimentellen und statistischen Untersuchungen zu belegen. Das klingt jetzt wahnsinnig wissenschaftlich, wenn Sie das so sagen. Also kann man das überhaupt Parapsychologie wissenschaftlich belegen? Parapsychologie ist eine Wissenschaft und ich denke, es gibt gewisse statistische Experimente, die eine Signifikanz haben. Also eine Wahrscheinlichkeit, dass durch Zufall entstanden ist, von über 1 zu 1 Milliarde. Ich denke, da würden andere Wissenschaften zum Teil sich noch freuen, wenn sie solche Signifikanz hätten. Geben Sie uns ein Beispiel.
Also es gibt statistische Untersuchungen, wo es darum geht, den Fall eines Würfels zu beeinflussen oder zu erroten. Der Fall eines Würfels wird heutzutage nicht mit einem wirklichen Würfel gemacht, sondern mit einem Zufallsgenerator, der durch den radioaktiven Zerfall gesteuert wird. Und da sieht man einfach, dass die Effekte, die die Leute haben, das zu beeinflussen, zwar relativ schwach sind, aber statistisch gesehen robust, wie man das nennt. Das heisst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es durch Zufall zustande ist, sehr, sehr klein ist. Aber gut, das klingt jetzt sehr wissenschaftlich. Wir beim Psy-Verein sind nicht wissenschaftliche Parapsychologen. Auch bei der Psy-Tag ist unser Anliegen vor allem eigentlich, Parapsychologen, die Wissenschaftler in Kontakt zu bringen mit den Leuten, die so Fähigkeiten haben oder die wir jetzt meinen, sie haben so Fähigkeiten. Und das auch so zu vermitteln einem breiten Publikum, das für alle verständlich ist. Weil die wissenschaftliche Parapsychologie hat einen Fachspruch, wie alle anderen Wissenschaften auch, der eigentlich ja, sehr schwer verständlich ist. Und man muss auch sagen, die breite Öffentlichkeit erfährt nie etwas von parapsychologischer Forschung. Also jetzt haben Sie gesagt, wo Sie meinen, dass Sie so Fähigkeiten haben. Also das heisst, Sie suchen die Leute, die an Basel Psyche kommen, suchen Sie aus. Das sind ja Heiler und ich habe gesehen, im Bierlein, das sind nicht wenig, das sind sehr viele. Wie suchen Sie die aus? Anhand von was für Kriterien kommen so Heiler? Und das ist ja kein geschützter Beruf und keine geschützte Bezeichnung. Gut, das Jahr haben wir jetzt keine Heiler, weil es nicht das Thema ist, aber wir haben natürlich einfach eine jahrzehntelange Erfahrung. Wir sind ein grosses Team von Leuten, die Verbindungen haben, ich kann glaube schon sagen, in die ganze Welt. Wir müssen uns zum Teil natürlich auch auf Aussagen von uns befreundeten Leuten verlassen, die uns jemanden empfehlen. In den meisten Fällen kennen wir die Referenten, die wir einladen, schon persönlich und haben uns ein Urteil gebildet und haben unsere Meinung. Ich sage, ich habe jetzt nicht gesagt, sie haben die Fähigkeiten, weil es sind sehr viele von denen sind. Nicht in dem Sinn ist das wissenschaftlich wirklich gesichert. Geht in den Bereich Parapsychologie für Sie auch in die Esoterik ein oder tun Sie das abgrenzen? Ja, das ist eben lustig. Heutzutage wird das fast synonym verwendet. Die meisten Leute meinen, Parapsychologie sei gleich Esoterik. Es hat sehr viele Berührungspunkte, aber die Esoterik, das ist heutzutage einfach ein Sammelbegriff geworden für eine Vielzahl von spirituellen Lehren, aber auch von Techniken, um sein Bewusstsein zu verändern und auch von vielen Hilfsmitteln, die kommerziell vermarktet werden. Also ein Begriff Esoterik hängt heutzutage für mich so etwas an, wo ich mich nicht unbedingt gerne damit identifiziere, weil es wird sehr oft mit Sekten, mit Missbrauch auch von den Leuten in Verbindung gebracht und mit Geldmacherei. Aber ganz klar hat Esoterik und Parapsychologie eine Verbindung, weil die Parapsychologie braucht zur Untersuchung natürlich auch besonders begabte Menschen und die findet man oft im Kreis der sogenannten Esoteriker. Und der Kreis der Esoteriker, Kurt Dierungs, zählen Sie sich da auch dazu oder tut man Sie auch in den Kreis reinschupfen als Landschaftsmythologe? Es kommt immer darauf an, wer das definiert. Also und die Landschaftsmythologie tut sich natürlich auch mit Themen beschäftigen, die heute aktuell mit der Esoterik sind. Also das Stichwort Kraftorte wird immer wieder genannt. Und ich tue das zum Beispiel jetzt bewusst nicht verwenden, das Wort, sondern mir sage. Also Kraftort findet man in Ihren Büchern nicht? Eigentlich nicht. Ich tue das nicht verwenden, sondern mir sage dem, es ist ein Kultplatz. Und es ist auch ganz klar definiert, was ein Kultplatz ist. Das heisst, im Unterschied zu der Esoterik sind die Sachen in der Landschaftsmythologie sind nachvollziehbar. Das heisst, wir haben eine Quellenangabe, wir sagen, wie die Zusammenhänge sind. Jede einzelne Person, die das liest, kann das nachvollziehen, also die Nachvollziehbarkeit von Aussagen. Das heisst, wenn wir über sprachliche Sachen reden oder über Kirchenmythologie oder über Sagen in einer Landschaft, dann ist eine Quellenangabe und jeder kann diese Sagen nachlesen, kann die sprachgeschichtliche Entwicklung nachvollziehen. Und von dem her ist es nicht eine esoterische Sache. Aber also Kraftbücher, die verkaufen sich ja im Moment wahnsinnig gut. Also wenn ich da an Blanche Merz denke, oder es gibt jetzt x so Bücher, die in den Psychologieabteilungen, in Buchhandlungen verkauft werden, mit Kraftort der Schweiz, da ist ein Kraftort, dort ist ein Kraftort. Da halten Sie nicht viel davon, wenn ich Sie richtig verstanden. Das ist, hat nichts eigentlich mit Landschaftsmythologie zu tun, sondern dass sich die Bücher so gut verkaufen, ist ein heutiges Phänomen. Also das ist auch ein spirituelles Vakuum, das wir heute haben. Und die ganze Kälteforschung, die ganze
sogenannte Kraftortforschung oder all das, tut natürlich ein spirituelles Vakuum füllen. Und das ist, glaube ich, eher ein heutiges Problem. Und hat aber mit der Landschaftsmythologie nur einen Teil zu tun, weil wir sind, von dieser Seite her, sind wir doch eben nachvollziehbare und können uns auf gewisse Fakten stützen. Das heisst aber nicht, dass wir Grenzbereiche einbeziehen. Also wir haben nicht Scheuklappen und gewisse Fähigkeiten, die eine Person hat, die zum Beispiel eine gewisse Sensibilität hat auf Radioaktivität oder so, wo man ganz klar auch festgestellt hat, an gewissen Orten das ausschliessen. Also das ist auch so. Also ich denke überhaupt, dass man die... Wir kommen hier eigentlich auf einen Begriff, was ist wissenschaftlich, oder? Das ist immer so der Schluss, das Endliche, die Diskussion, und die ist endlos. Und ich denke, es gibt auch eine Tendenz, dass man zum Beispiel das Intuitive ausklammert bei der Wissenschaft. Also man sagt immer, das ist das Argumentive und das ist das Intuitive. Das ist auch heute ein überholter Fachbegriff, weil man weiß ja, dass der Beobachter immer eine Interpretation drin steckt. Also die... Aber trotzdem ist es Ihnen ja gleich wichtig, dass Sie sagen, es ist Ihnen wichtig, dass Sie kulturwissenschaftlich dahinterstehen können. Wie gesagt, wir bleiben eigentlich in einem gewissen Sinn im Diesseits. Also es ist immer, in einem gewissen Sinn ist es nachvollziehbar. Wir erfinden das Rad nicht neu, sondern wir verarbeiten sehr viele Informationen. Verarbeiten. Also das heisst eben Sagen, sprachliche Sachen, archäologische, und die in einem neuen Rahmen zusammenbringen. Also wir tun nicht wie die Archäologie nur archäologisch arbeiten, sondern wir tun auch archäologisch, ethnologisch, volkskundlich arbeiten. Das ist das Interdisziplinäre, ist für uns sehr wichtig. Also das Vernetzte im Diesseits arbeiten, Herr Wertmüller. Ja, das überzeugt mich sehr, und das Vernetzte und das Interdisziplinäre ist auch sehr, sehr wichtig. Um vielleicht ganz kurz nochmal auf den Begriff Parapsychologie zurückzukommen, der Begriff ist ja eigentlich nicht sehr treffend. Weil ich würde den Ausdruck Paranormologie viel treffender finden, weil die Phänomene betreffen nicht nur Psychologie, sondern auch die Physik oder die Medizin. Also es gibt eine Paramedizin und eine Paraphysik. Also insofern ist Parapsychologie auch sehr interdisziplinär orientiert und bezieht natürlich dann auch, also wir in unserer Arbeit, solche Sachen wissen der Herr Dehrungsmacht gern, auch mit ein. Also wir haben mit der Frau Zweidler, die eine Mitarbeiterin an dem Buch «Geheimnisvolles Basel» war, auch hier eine Feierung gemacht zu diesen Orten. Also ich finde das durchaus interessant, und ich sehe auch die Vorbehalte, die er hat gegen den Kraftplatz-Tourismus. Ich denke, das ist wirklich ein Phänomen, das bei uns halt üblich ist. Man will auch konsumieren, und man will dann, wenn man ein Buch hat mit Kraftplätzen, sucht man sich den aus, der als stärksten angegeben ist, und man will dort hin, weil man sich einfach das Gefühl hat, das sei das Wichtige. Ich denke, das Wichtigere bei der Begegnung mit besonderen Plätzen ist die innere Haltung. Aber vielleicht trotzdem noch auf diesen Bereich ganz kurz zurückkommen. Es gibt auch dort im Bereich Kraftplätze gibt's Forschungen, wo objektivierbar sind. Also es hat in England ein sogenanntes Dragon Project gegeben von Paul Devereux, wo untersucht hat, ob es nicht elektromagnetische Anomalien gibt an so Kraftplätzen, und festgestellt hat, dass bei diesen englischen keltischen Steinkreis, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, durchaus elektromagnetische Anomalien gibt, die man an normalen Plätzen nicht findet. Haben Sie das auch schon mal gehört, Herr Dehrungs, oder ist das für Sie jetzt neu? Nein, also ich kenne die englische Forschung, das ist in England und in Wales ist die vor allem gegangen. Und das war relativ interessant gewesen, dass die Forscher nachher natürlich auch kritisch gearbeitet haben. Also die Idee war einfach, gibt es gewisse Wahrnehmungen, also Plätze, also Steinkreise oder gewisse Menieren oder Dolmen, einfach immer mit Stein verbunden, oder Quellen. Und was man so sagen kann, was man sicher zustimmen kann, dass es gibt gewisse Steine, die leicht radioaktiv sind, es gibt gewisse Magnetismus, und da könnte man sicher vielleicht noch weiterarbeiten. Aber wie gesagt, das ist nur ein Teilbereich von der Landschaftsmythologie, weil die Landschaftsmythologie tut immer die Landschaftsregion als vernetztes Gewebe. Also wir dürfen jetzt die ganze Kraftplatzdiskussion ist auch wieder nur punktuell, etwas Lineares. Wir müssen uns angewöhnen, vernetzt, systemisch,
integrativ müssen wir versuchen zu denken. Und das überfordert natürlich manchmal gewisse Wissenschaften, weil sie vom Ansatz her linear sind. Dann haben Sie aber das Gefühl, wenn Sie sagen, dass man vernetzt denken und das Ganze anschauen, wenn man seine Kraft hat, hat das vielleicht Blanche Merz, die ja bekannt ist für ihre Kraft, vielleicht gar nicht gemacht? Das ist ein Strang, eine Linie, nur ein kleiner Teil von einer Landschaft. Und sie hat sich das einfach rausgepickt und so interpretiert. Das ist auch eine Interpretationssache natürlich. Was mir fehlt, zum Beispiel jetzt in dieser Arbeit, und das ist eben die ganze Situation, ist, dass die Landschaft immer etwas Verwobenes ist. Also die ganze Sache von Kraftort etc. ist nur ein Teil von der ganzen Landschaft. Aber haben Sie die Bücher gelesen von Ihnen zum Beispiel? Ich habe das zum Beispiel, ja. Also ich lese natürlich so Bücher immer, weil ich mich erhoffe, dass da neue Erkenntnisse drin sind für eine Landschaft. Und was sagen Sie, glauben Sie, dass jetzt, wenn Sie sagen, ein Äpfelbaum im Zürichbiet, das ist ein Kraftort, dann ist das so? Das ist eigentlich das Paradebeispiel. Also ich weiß nicht, ob Sie die Anekdote kennen von dem Apfelbaum in Forch, wo nachher quasi so als Nabel für Schweiz oder Nabel für Welt oder für Europa deklariert wird. Und nachher gehen die Leute herpilgern, gehen zu dem Baum, der ist mittlerweile schon entwurzelt und ausgerissen. Jeder nimmt ein Souvenir mit, jeder hat ein Blättchen mitgenommen oder ist auf den Baum aufgestiegen und das hat er nicht verdreht. Es hat Äste gegeben, die jetzt sind und der Bauer. Und dann fährt man, sind die Leute einfach hergefahren mit den Autos von überall hin, haben ihr Auto in der Wiese parkiert, also haben auch noch die Wiese zerstört. Also es war ein ungeheurer Boom da bei dem Forch und in dem Apfelbaum. Und Blanche Merz hat sich natürlich dann fast auch nicht vorgestellt, was sie da eigentlich auslöst. Auf alle Fälle hat sie dann gesagt in einem Interview, der eigentliche Kraftort sei nicht bei dem Apfelbaum, sondern er sei 50 Meter weiter weg. Also damit eben nicht die Leute mehr auf dem Grund von dem Bauern einfach das zerstören. Also ich denke, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie willkürlich das zum Teil ist und wie noch zu wenig durchdacht das Ganze da ist. Ja, ich denke, das ist ein gutes Beispiel und es zeigt eben eigentlich auch wieder auf, dass das Wichtigste wäre wirklich, dass man seine innere Wahrnehmung schärft. Und dazu muss man nicht unbedingt an einen bekannten Kraftort gehen. Ich denke, ein Kraftort kann man in seinem eigenen Garten finden, im Park nebendran. Ich denke, das Entscheidende ist wirklich die innere Haltung. Aber dass bestimmte Orte, sakrale Plätze können spirituelle Erfahrungen begünstigen, denke ich, das halte ich schon für wichtig. Aber eben, es ist sicher die innere Haltung das Entscheidende. Und bei dieser inneren Haltung, Herr Webmüller, da bleiben wir jetzt mal ein bisschen. Mich nimmt es mir Wunder, wie sind Sie überhaupt zur Parapsychologie gekommen? Da muss es ja auch irgendwann mal so eine Haltung geben haben. Ja, das sind ganz viele Faktoren, die dazu beitragen haben. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo der Zen-Buddhismus von meinem Vater eine wichtige Rolle gespielt hat. Er hat jeden Freitag seine Ikebana gemacht. Er hat mir viel erzählt, Geschichten aus Indien, Überlieferungen von Heiligen von Indien. Das hat mich alles sehr, sehr fasziniert als Kind. Meine Mutter hat auch so eine Art eine Odere gehabt. Sie hat ein ganz tiefes spirituelles Erlebnis gehabt während einem zahnärztlichen Eingriff unter Lachgas, was sie mir mehrfach erzählt hat, was sie wie die gesamte Evolution in sich noch mal gespürt hat, ablaufen und sich hat erlebt als Stein, als Pflanzen, als Tier. Also, das war für sie etwas, was ihr sehr viel bedeutet hat. Und ich habe als Kind selber auch so spirituelle Erfahrungen gemacht, nur sind die eigentlich sehr oft ganz schwer in Worte zu fassen. Also ich kann mich erinnern an ein Erlebnis, und ich einfach in den Sternenhimmel geschaut habe und plötzlich mit dem verschmolzen bin und meine Identität sich einfach ausgeweitet hat. Und ich war Teil von einem Ganzen. Das ist eben, das sind die Worte nicht mehr zureichend, um so etwas zu beschreiben. Und für mich als Kind dort, sowieso konnte ich gar nicht das einordnen. Und während der Pubertät hatte ich dann mehr so Erlebnisse gehabt, die einfacher zu beschreiben sind, eben telepathische Erlebnisse, dass ich Sachen im Voraus gewusst habe, dass ich gewusst habe, bevor das Telefon geläutet hat, wer dran ist, dass ich gewusst habe, dass jetzt dann gerade jemand kommt. Das hat mich schon auch, es hat mich eigentlich immer in dem Sinn beschäftigt gehabt, aber dass es dann für mich wirklich so quasi zu einem Art Beruf geworden ist, sind dann mehr zufällige Ereignisse gewesen. Wir haben in einer Wohngenossengemeinschaft gelebt, mit jemandem, der Videokünstler war.
Und ich bin mit ihm dann mal ein bisschen mitgefilmt und er hatte die Idee gehabt, wir könnten doch an den Psi-Tag, das war 1985, glaube ich, könnten wir doch dort filmen. Es ist dort um einen brasilianischen Transchirurg gegangen, also das heisst, um einen Mann, der operiert, ohne dass die Leute betäubt sind, ohne dass sie desinfiziert wird, der einfach völlig unsteril operiert, ohne dass die Leute Schmerzen dabei empfinden, die sind also nicht in Hypnosen und nicht, ohne dass es Infektionen gibt und ohne dass es überhaupt meistens Komplikationen gibt. Und wir hatten dann Gelegenheit gehabt, mit dem Mann noch 4 weitere Tage in der Innerschweiz zu drehen. Und das sind so verrückte Erlebnisse gewesen. Und als wir den Film dann fertigstellen wollten, habe ich einfach noch fachkundige Kommentare gesucht gehabt. Hat dazu der Herr Güldenstein von der Psi-Tag, einen der Gründer, angefragt gehabt. Wir sind ins Gespräch gekommen und so bin ich über den Herrn Güldenstein dann immer mehr zum Verein gekommen und dann ins Team von der Psi-Tag. Also verstanden Sie richtig, dass in Operationen, wo der Patient selber nicht unter Narkose steht und der Heiler operiert da ohne etwas? Ganz genau. Haben Sie das selber auch mal erlebt? Oder ich habe das an mir erlebt und ich habe es dutzende Mal aus nächster Nähe beobachten können. Es ist ein bisschen anders, was die Brasilianer machen, als was man von den philippinischen Heilern kennt, die auch so Eingriffe in den Körper machen. Das sind ja sehr, sehr kontroverse Themen. Das in den 80er Jahren hat es auch 2 Filme dazu gegeben, die hohe Wellen geworfen haben. Und eben, das ist auch jetzt noch unsere Philosophie bei der Psi-Tag. Wir diskutieren über so kontroverse Themen nicht einfach diskutieren, sondern wir bringen die Leute auf Basel, wir stellen die auf die Bühne, sodass jeder kann sehen und sich seine eigene Meinung bilden. Seine eigene Meinung bilden, ich denke, das ist schlussendlich dann doch noch wichtig, dass man etwas sieht. Weil wenn Sie mir das jetzt so erzählen, tun Sie das doch ein bisschen abgefahren, trotz allem. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Dehrungs. Also ich kann es nicht beurteilen, ich bin nicht Parapsychologe und ich muss einfach sagen, ja, ich bleibe im Diesseits. Und ich möchte gewisse Phänomene nicht abstreiten, aber ich denke mir, es ist wichtig, dass man, wenn man so Phänomene hat, das erforscht, also mit verschiedenen, vielleicht verschiedenen Seiten her, auch nicht einseitig. Andererseits darf man doch, ich denke, Erkenntnis hat immer etwas mit Kopf, Herz und Bauch zu tun. Also das heisst, man darf nicht nur das Herz muss man sicher dabei haben, man soll aber nicht nur auf der Bauchebene so Sachen, man soll auch den Kopf noch walten lassen. Das heisst für mich, der Verstand, die kritische Sicht, auch historisch kritisch ein bisschen das anschauen. Und dann irgendwie ist es dann vielleicht der Mittelweg. Dann sich viele Sachen relativieren. Und bei so einer Transchirurgie, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da jetzt irgendwie etwas Wissenschaftliches dahinter verbirgt. Wieso, wenn das so gut funktioniert, warum macht man denn das nicht in allen anderen Spitälern schon längstens so? Ja, erstens gibt es nicht viele Leute, die das so können, auch auf den Philippinen und auch in Brasilien nicht. Aber der Herr Dehrungs hat völlig recht. Es ist eine Sache, wo eigentlich alle Teile, wo man sicher den Verstand nie ausschalten soll. Und es zeigt, dass es immer mehr Ärzte und auch wissenschaftliche Institutionen, die sich dafür interessieren, diese Sachen wirklich zu untersuchen. Und wie Sie so schön gesagt haben, natürlich ist das abgefahren. Und ich muss auch sagen, ich finde gerade die abgefahrenen Sachen eben oft auch noch spannend, weil mit meiner Tätigkeit komme ich mit sehr speziellen Leuten in Verbindung, erlebe zum Teil wirklich sehr, sehr verrückte Sachen, aber ich behalte mir doch immer vor, nachher auch wieder zurückzutreten, Abstand zu nehmen und das wirklich mit dem Kopf anzuschauen. Mein Herz schalte ich sowieso nie aus. Also insofern, ich schaue immer, was für ein Gefühl ich zu jemandem habe und ich begegne durchaus Sachen, wo mir mein Herz und mein Bauch und mein Kopf sagen, nein, mit dem möchte ich wirklich nichts zu tun haben. Aber es ist natürlich gerade die spektakulären Sachen, das sind die, die Aufmerksamkeit erregen. Und ich muss sagen, wir wollen mit unserer Arbeit und mit dem Psi-Tag wirklich eine breite Öffentlichkeit erreichen. Wir sind ein Publikumskongress. Wir wollen nicht ein weiterer Kongress von Fachleuten sein, der innerhalb von einem ganzen kleinen, engen Kreis diskutieren, sondern wir wollen wirklich auch eine Wirkung gegen aussen erzielen. Und die erzielen wir schon durch spektakulärere Sachen. Wenn etwas auf eine Titelseite kommt, dann ist es eine Wunderheilung bei Krebs. Nie irgendwie, dass eine statistische Abweichung in einem parapsychologischen Experiment festgestellt worden ist.
Aber das denke ich, das ist ja so. Und da gibt es ja genug Tageszeitungen in der Schweiz, wo man so Wunderheilige drauf nachlesen kann. Aber trotzdem, die müssen damit rechnen, dass man sie als Spinner abtut. Ja, mit dem kann ich gut leben. Ja, ich empfinde es auf eine Art fast als Kompliment. Spinner ist für mich gar nichts Schlimmes. Aber ich merke einfach, was ich gemerkt habe, was für mich wichtig ist, am Anfang, als ich mit diesen Sachen zu tun hatte, hat sich auf eine Art wie einen gewissen Missionsdrang eingestellt. Ich dachte, oh wow, was ich da verrückt erlebe, das muss doch jeder wissen. Ich hatte das Gefühl, das müsste jetzt wirklich irgendwie quasi die Leute überzeugen davon. Und das habe ich gemerkt, das ist etwas sehr, sehr Kontraproduktives. Und ich habe je länger, je mehr, stellen wir uns eigentlich so dar, dass wir einfach ein Angebot bieten für Leute, die sich für diese Sachen interessieren. Aber mir geht jetzt jeglicher Missionsdrang ab. Ich kann auch sehr gut mit Leuten leben, die sagen, dass sie an das nicht glauben oder vor allem, dass sie das nicht interessiert. Mit was ich weniger leben kann, sind Leute, die einfach irgendwie argumentieren, ohne die Sachen zu kennen. Ich finde, wir sollten einfach sagen, ich weiss nichts davon und es interessiert mich nicht. Aber wenn jemand Sachen ablehnt, ohne sie zu kennen, dort kriege ich Probleme. Und für das sind ein paar so Psy-Tage, dass man eben dort kann mal schauen kann, wie funktioniert überhaupt so etwas. Dann kann man immer noch denken, Mist oder doch, da steckt etwas dahinter. Ich würde noch mal gerne auf die Archäologen zurückkommen. Es gibt in Basel eine Ausstellung, die Stadt der Kelten. Die haben sie gesehen und sind nicht gerade so begeistert gewesen, wie das Teil Ausstellungsmacher zu Basel waren. Also wir hatten mal das Podiumsgespräch gehabt, und da sind die Sachen auch im Historischen Museum. Und es sind zwei Sachen, wo ich denke, es ist eine Ausstellung. Ich nehme an, das Publikum, die meisten davon, das kenne ich hier in Basel. Also Baselstadt der Kelten hat es geheißen. Und vom Ansatz her ist es eine sehr enge, wie ich gesagt habe, eigentlich eine eindimensionale, lineare Ausstellung sein. Es ist eine Museumspädagogik dahinter, die eigentlich aus dem 19. Jahrhundert kommt. Man stellt das eigentlich in einen Glaskasten. Man tut das jetzt so mit allen technischen Raffinessen darstellen. Aber inhaltlich bleibt doch eigentlich recht wenig. Also man geht eher auch schon langsam mal richtig Spektakel mit wieso in der Museumspädagogik. Und das ist das eine, was mich gestört hat, also dass eigentlich kulturgeschichtlich relativ wenig ist, denn auch das Eindimensionale. Es war überhaupt nicht integrativ, gewesen, die Ausstellung. Man hat überhaupt keinen Sarg. Also das ganze Basel-Land ist so reich an traditionellen Erzählungen, wo ja auch Kulturgut ist. Man hat keinen Sarg, man hat keine Sprachgeschichte integriert. Überhaupt ist das Ganze so einfach so isoliert so dargestellt gewesen. Und das Zweite, was mich auch gestört, also das Dritte, was mich sogar noch gestört hat, ist, man hat so mit dem Namen Kelten gespielt. Also, und andererseits hat man doch das ganze Kelten, also wenn jetzt zum Beispiel das geheissen hätte, Basel, Stadt der Eisenzeit. Ich glaube, da wären nicht viele Leute gekommen, aber eben Basel, Stadt der Kelten, nicht, das tönt natürlich gut. Und dementsprechend ist das Publikum gekommen. Aber wenn man jetzt andererseits hat aber die Ausstellung dann auch das ganze Keltentum in die Esoterik-Ecke gestellt und für sich in Anspruch genommen, was Keltentum sei. Obwohl es eigentlich gar keine Definition gibt, was ist keltisch oder was ist esoterisch. Wieso gibt es da keine Definition, was ist keltisch? Es gibt ja klar, man ist sich nicht einig, was will das Wort überhaupt wissen, was ist das ungefähr, man weiß es nicht. Also es ist einfach ein Wort, das überliefert ist, aber es gibt gar keine klare Definition, was keltisch ist oder was Kelten sind. Aber Sie gehen ja auch auf die Kelten zurück, also Sie gehen ja auch auf... Ja, also keltisch, richtig. Also man nennt, das ist ein Sammelbegriff für vieles Mögliche und Unmögliche. Und das ist ein sprachgeschichtlicher Begriff, aber auch ein kulturgeschichtlicher Begriff. Aber man nimmt das einfach mal an, es ist keltisch. Das ist eigentlich ein Sammelbegriff für vieles. Und wie gesagt, ich kann nochmal auf die Ausstellung zurückkommen. Ich denke, dass es... Die Art von Ausstellung, die treffen wir nicht nur in Basel, das ist also nicht das Problem jetzt nur von Basel, die treffen wir in der Schweiz oder in Europa allgemein. Ich denke, dass so Arten von Museums, rein objektorientierte Sachen, ich glaube, das ist vorbei. Man muss heute auch in dem Museum die integrativ schaffen und das in den Kulturkontext stellen. Übrigens habe ich das einmal dieses Jahr gemacht. Es hat in Lenzburg eine Museumsausstellung gegeben. Das hat Landschaftstempel Lenzburg geheissen.
Und dort habe ich mit der örtlichen Archäologie zusammengearbeitet. Und das war die erste Museumsausstellung, wo Archäologie und Landschaftsmythologie eine Landschaft fundiert hat, aufgearbeitet. Und ich denke, das ist eine neue Art von Museumspädagogik. Und auch die Leute, die ich nachher kennengelernt habe, sowohl kritische Stimmen als auch positive, haben doch müssen sagen, dass es ihnen sehr viel gebracht hat, diese Art von Museumspädagogik, diese Art von Darstellung, dass man eben den archäologischen Fund in einem Kontext in dem Landschaftstempel oder der Landschaft Lenzburg dargestellt hat. Sie machen sich jetzt aber nicht gerade beliebt bei den Archäologen und vor allem nicht bei der Ausstellungsmacht aus Basel. Nein, es ist auch eine Aufforderung zu der Zusammenarbeit. Es gibt natürlich verschiedene Haltungen. Es gibt Archäologen, die das einfach aus Prinzip ablehnen, teilweise auch, weil sie überfordert sind. Dann gibt es derjenige, die neutral sind, die keine Meinung haben, und derjenige, die das relativ positiv aufnehmen. Also es ist ganz unterschiedlich, die Reaktion. Wo tun Sie sich denn ansiedeln? Also in welchem Gebiet? Nicht Archäologen, nicht Ethnologen? Sie sind noch Germanist? Von Haus aus bin ich Ethnolog-Germanist mit Schwerpunkt europäische Ethnologie. Ich habe bewusst europäische Ethnologie genommen, weil das ein Fach ist, das sehr viel interdisziplinär und integrativ geschaffen ist. Also als europäischer Ethnologe muss man mit Brauchtum arbeiten, sprachgeschichtlich, man muss ein bisschen Archäologie kennen, man muss Sagenforschung machen. Also all das ist vom Ansatz her, von meinem Hintergrund her schon sehr integrativ gewesen. Und das würde dann wieder rübergehen in die Landschaftsmythologie, in die vernetzte Landschaft, die Sie ja auch uns erklärt haben am Anfang. Sie haben Bücher, die heissen, eben, wir haben es gesagt, geheimnisvolles Basel, dann gibt es das Buch «Drei Seenland», dann haben wir das Buch, das heisst «Landschaft der Göttin», und oft kommt das Wort Göttin ja drin vor. Da habe ich mir überlegt, was ist überhaupt für Sie eine Göttin, oder was heisst das? Also den Namen habe ich, oder die Landschaftsmythologie ist dann nicht einfach zufällig. Das ist nicht einfach etwas, wo man jetzt so einen Trend hat, dass man den Namen Göttin immer wieder braucht, oder dass man das einfach so vermarktet. Sondern wenn man sich mit Sagen und Mythen, mit Märchen, mit landschaftlichen und sprachlichen Sachen, kulturgeschichtlichen befasst, dann kommen wir immer wieder auf alte Ahnenverehrung zurück. Also im Prinzip ist eine Göttin nichts anderes als eine Ahnin, wo man sich früher herleitet. Und früher haben wir ein ganz anderes Weltbild gehabt. Also wir dürfen nicht von unserem 20. 21. Jahrhundert jetzt zurückprojizieren, nur schon ins Mittelalter oder Römerzeit oder vorrömisch, sondern man muss zuerst einmal das Weltbild kennen, wie die Leute ein anderes Denken hatten. Und die haben noch gelebt in einer Ahnenverehrung. Die haben noch teilweise direkte Naturverehrung gehabt. Also heute, was man oft noch im totemistischen Weltbild nennt. Also sie haben ein ganz anderes Weltbild gehabt und ein anderes Denken. Und dementsprechend ist auch die Herleitung, eben hat man sich oft von einer Ahnin oder von einer Ahn hergeleitet, wo nachher zu einem Gott wird. Also wir haben ja auch ein bisschen ein komisches Verhältnis zu einem Gott, wo man da einfach unterwürfig arbeitet. Das war früher ein ganz anderer Begriff gewesen, sondern eine Ahnin ist eigentlich eben die Stammmutter oder der Stammahn, wo man sich herleitet, wo man ein Teil ist von dem und wo man mit dem kommunizieren kann. Und wo man das ganze Leben eigentlich begleitet wird. Also es geht sehr stark in die Ahnenverehrung hinein. Und die ganze Weltsicht, die haben die Leute natürlich nicht nur in der Gesellschaft gesehen, sondern sie haben auch die Natur als etwas, wie soll ich sagen, als etwas Belebtes, oder sie haben das als von der Ahnen beseelt gesehen. Das klingt jetzt für uns natürlich jetzt vielleicht ein bisschen jenseitig oder abgehoben, aber wir dürfen nicht von uns aus urteilen, sondern wir müssen immer die Kultur damals, wie die Leute gedacht haben, wenn wir das betrachten. Wir dürfen da nicht Vorurteile haben. Also können wir ein Beispiel sagen, das heisst zum Beispiel, dass man die Ahne gesehen hat in einem Stein oder dass man die Ahne gesehen hat in einer Pflanze wieder, oder? Also man kann sich das sehr gut vorstellen, dass wenn man sich die alten Kulturüberlieferungen anschaut, ist Natur an sich etwas Weibliches gewesen für die Leute, und zwar, weil sie von sich aus Leben schöpfen kann. Also die Natur, der ganze Kosmos tut von sich, hat einen Zyklus, kann von sich aus Leben schöpfen, und darum ist die Natur an sich etwas Weibliches gewesen. Und das wird nachher natürlich auch mythologisiert. Und ganze Landschaften werden so benannt, zum Beispiel die Eire,
Die ganze Insel Irland ist mit der Eire quasi identisch. Oder Zypern ist mit der Aphrodite. Die ganze Insel ist identisch mit der. Das sind ganz alte Anschauungen. Das heisst, man hat eigentlich die Ahnenverehrung, die stammesmäßig ist, auf die Landschaft übertragen. Und in dieser Landschaft gibt es ganz besondere Orte, zum Beispiel Steine oder Quellen oder Bäume oder so, irgendwelche Höhlen, wo nachher sich, sagen wir, die ganze Ahnenverehrung besonders manifestiert, und das werden nachher die besonderen Plätze in der Landschaft. Wo man eben nicht Kraftort nennt. Wo ich jetzt einfach mal neutral besondere Plätze in der Landschaft nenne und wo sich nicht unbedingt decken, was da als Kraftort propagiert wird. Ich weiß nicht, ob ich das gefallen gesehen, aber es gibt mir gleich ein bisschen so ein Stichwort auch in Wiedergeburt, Ihnen, Ahnen, Reinkarnation, das ist ja auch ein Thema. Denken wir, als für einen Parapsychologe, glauben Sie an Wiedergeburt? Schwierige Frage. Ich weiß nicht, ich glaube nicht ganz an so eine lineare Sicht von der Wiedergeburt, wie es in der heutigen Esoterik oft propagiert wird. Eine lineare Sicht? Das also, heißt, wo man einfach das Gefühl hat, es kommt eine Reihe, wie an einer Schnur, eins nach dem anderen. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Also, ich tue da eigentlich auch wieder lieber ein bisschen von der Parapsychologie her argumentieren. Es gibt ganz spannende Forschung von Amerikaner Ian Stevenson und vom Isländer Erlendur Haraldsson, die untersucht haben, Kinder untersucht haben, die auf die Welt kommen und sobald sie reden können, ganz, ganz viele Erinnerungen haben an ein früheres Leben, wo sie können beschreiben können, wie ihre Eltern vorher gewesen sind, unter welchen Umständen sie gestorben sind. Und was sehr interessant noch dabei ist, sehr oft findet man Muttermal bei den Kindern an diesen Stellen, an der Körperstelle, wo sie sagen, dass sie gestorben sind. Also wenn jemand erstochen worden ist mit einem Stich in den Hals, findet man oft Muttermal an dieser Stelle. Und da gibt es ganz, ganz viele dokumentierte Fälle, die die untersucht haben, wo die Kinder zum Teil unglaublich detaillierte Beschreibungen haben können abgeben von ihrem früheren Leben, wo sie sich verifizieren und überprüfen. Aber auch das ist natürlich nie ein Beleg für Wiedergeburt. Es kann genauso gut sein, dass sie aussersinnlich einfach in Kontakt gekommen sind mit diesen Informationen, ich denke, Wiedergeburt ist nichts, was man beweisen kann. Aber als Vorstellung finde ich es interessant und finde ich es hilfreich, auch die Idee, dass man vielleicht Sachen, die man nicht fertig gemacht hat, oder dass man fertig machen kann, dass man Sachen wieder gut machen kann. Ich finde es eine hilfreiche Vorstellung. Es ist nichts, was man in dem Sinn wird je können, wirklich in einem wissenschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Sinn belegen. Das geht ja auch ein bisschen in Mythologien oder in die ganze Geschichte. Wie sehen Sie das, Herr Dehrungs? Also die ganze Wiedergeburtsthematik muss man unterscheiden. Es gibt ethnologische Sachen, die man kann untersuchen kann, also von Berichten, von Leuten, von Glaubensanschauungen. Das heisst, wir dürfen aber nicht von unseren heutigen Wiedergeburtssachen ausgehen. Also wir haben ja auch oft wird auch Verbindung gebracht mit Karma, also mit der patriarchalen buddhistischen Karma-Lehre, die heisst, wenn du gut bist, wirst du als Mensch wiedergeboren, als Gott, und wenn du schlecht bist, wirst du als Tier wiedergeboren. Also wo ganz klar auch wieder die Hierarchisierung ist, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Also wir kennen aus der Ethnologie, aus traditionellen Berichten, gewisse Wiedergeburtsanschauungen. Das hat aber immer damit zu tun, dass man sich in einer Ahnenverehrung, in einer Ahnenverehrungsreligion oder Religion ist überhaupt das falsche Wort, sondern Mythologie eigentlich bewegt. Und das muss in einer Stamm, in einer Gesellschaft verankert sein. Also wir können nicht in einer modernen, postmodernen Gesellschaft kommen und plötzlich da Wiedergeburt propagieren, sondern das muss etwas gewachsen sein, ein Glaubensgebäude sein. Reste in Europa von dieser alten Wiedergeburtsreligion, die übrigens auf matriarchale Züge zurückgeht, haben wir auch in Europa. Ich denke nur an die so vielen Kinderherkunftsorte, die wir noch haben. Also das sind Steine, Quellen, Brunnen, Wurzelstöcke, all das, was mit diesen Geburtsbrüchen zusammenhängt. Zum Beispiel ganz alter Glaube war, dass die Frauen irgendwo zu einem Stein gehen und einem Wasser und dann schwanger werden. Dass das also Kind holt, sei es bei einem Rutschstein, da gibt es sehr viel in ganz Europa, oder von einer Quelle oder etwas trinkt.
Und wenn man das ernst nimmt und nicht einfach nur so als Märchen oder Fabel abtut, steckt eigentlich dahinter eine alte Mythologie, eine alte Wiedergeburtsmythologie. Wiederum, dass die Frau wie die Erde aus sich heraus kann schöpfen. Und das ist, aber das lebt nur in einem Kontext, in einem alten Ahnenverehrungskontext. Und wenn der aufgebrochen wird oder nur Teil von dem nachher eigentlich weggehen, dann wird das ein verblasener Begriff, die Wiedergeburt. Also ich denke, das ist auch ein Thema, wo wir jetzt lange darüber diskutieren können. Wir haben zu Wunder, Herr Dörungs, Sie wohnen seit 17 Jahren in Bern, reden nicht Berndeutsch, da ist Bündner Dialekt, Ostschweizer Dialekt, und Sie sind in St. Gallen aufgewachsen. Sind eigentlich Ihre Eltern auch so Suchende gewesen, die so zurückgegangen sind und geschaut haben, wo kommt eigentlich was her und wie ist eigentlich was zusammen vernetzt? Eigentlich nicht. Ich habe nicht wenig Impuls bekommen, eigentlich von meinem familiären Hintergrund. Ich bin eigentlich der Querschläger von der Familie. Der Querschläger, was heisst das? oder der Einzelne. Ich habe mich persönlich für das immer interessiert, für traditionelle Erzählungen, also für Märchen. Ich war auch immer jemand, der gefragt hat, warum ist es so, woher kommt es, wie hat es sich verändert. Also der ganze, was man heute modern würde sagen, der historisch-kritische Blick, habe ich damals schon ein bisschen vielleicht gespürt. Und dementsprechend bin ich auch dem nachgegangen als später erwachsener Mensch. Sie sind Papa von drei Kindern, Herr Wertmüller. Wie erklären Sie Ihren Kindern eigentlich, was Sie machen? Die sind groß. Also jetzt muss ich das nicht mehr erklären. Sie kennen das mittlerweile gut genug. Es ist noch schwierig. Die haben auf eine Art ein zwiespältiges Verhältnis zu dem, was ich mache. Und ich kann vielleicht sogar sagen, es sind eben drei Buben auch. Und da sieht man eigentlich schon wieder das, was ich überhaupt feststelle, auch bei den Erwachsenen. Ihr Interesse liegt wie allgemein, also kann man feststellen, bei handfesten Sachen. Also wir stellen fest, im Bereich von der Parapsychologie, die Phänomene, die so handfest sind, wie UFOs, wie Kornkreis oder wie eben auch ein Löffelbiegen von einem Uri Geller, das interessiert Männer sehr stark. Also handfest? Handfest, eben. UFOs, die rumfliegen, das interessiert meine Kinder wirklich sehr. Oder auch Uri Geller, oder sie freuen sich, sind gerne zuhören bei einem Erich von Däniken. Wenn es so mehr in den Gefühlsbereich hineingeht, in den emotionalen, spirituellen Bereich, dann merke ich, dass dort haben sie sicher in ihrem Alter sowieso ist das einfach nicht angesagt und interessiert sie das nicht und macht es ein bisschen mehr Angst wahrscheinlich irgendwann sogar. Und das, denke ich, kann ich allgemein feststellen. Also Männer haben sehr oft Mühe, sich diesen Bereich zu öffnen. Und die haben eben eher dort, was ins Technische hineingeht. Männer interessieren sich eben für Pendeln, Wasser suchen. Also oder das, was in Beziehung steht zu dem, was der Herr Dörungs macht. Also, das interessiert Männer, UFOs interessieren es. Aber die ganze mehr eben, spirituelle Bereich, habe ich das Gefühl, dort haben die Männer sehr viel mehr Berührungsängste. Aber meine Kinder finden das, denke ich, schon ziemlich interessant. Manchmal hätte es sich vielleicht schon lieber, ich würde etwas ein Normales machen. Normales? Ja, so, sie finden es halt schon ein bisschen gestört, finden sie das manchmal schon auch. Sie organisieren auch Reisen, Herr Dörungs, an so Orte, so mythologische Reisen. Woher geht es so zum Beispiel? Also ich mache auch nach Basel einmal im Jahr, ich mache ins Graubünden, ich mache ins Jura, Ostschweiz, also ins Appenzell zum Beispiel. Oder Zürich einsiedeln. Also ich mache etwa ein Jahresprogramm von 6 bis 7 Zielen in der Schweiz vor allem. Und ich habe immer oft Anfragen von ganz Europa. Aber ich bleibe eigentlich lieber in der Schweiz, weil auch das ist eigentlich die Heimat und ich kenne die am besten. Und dort kann man auch am besten integral arbeiten. Also man muss eben schon die Landschaft und seine Region sehr gut kennen. Also es geht nicht einfach, dass man da mal eine Stunde schnell vorbeigeht und dann ich sehe, dort spüre ich es oder dort ist etwas. Sondern ich zum Beispiel an diesem 3-Seeland-Buch habe ich über 10 Jahre gearbeitet. Und das sind Sachen, die wachsen müssen, wo man sich wirklich beschäftigt, auf der kognitiven Ebene, auf der emotionalen Ebene. Das ist etwas, wo längerfristig her muss kommen. Und ich behaupte jetzt einmal, zu Ihren Reisen kommen mehr Frauen mit als Männer? Es sind meistens mehr Frauen.
die sich für Mythologie interessiert. Das ist aber in vielen anderen Bereichen auch so. Also zum Beispiel, ich bin auch noch Mythenforscher, Märchen-Sagenforscher. Dort ist es auch so. Dort sind auch immer mehr Frauen. Offensichtlich haben die Frauen, spricht das mehr an. Ich muss aber auch sagen, dass die Frauen mehr über das Gebiet wissen. Also sie sind besser vorbereitet. Männer kommen langsam, sind auch mehr und mehr interessiert an der Landschaftsmythologie, weil sie auch sehen, dass das eigentlich ein verlängerter Arm der Geschichte ist, dass es auch ein Teil von ihrer Geschichte ist, die ganze Sache. Und oft kommen die Männer wie Partnerin kommen dann rein. Und vielleicht hängt ihr dort noch gerade an beim Märchenforscher. Sie haben ein grosses Märchenlexikon im Internet unter märchenlexikon.de. Sehr umfassend wird da geschildert, von wo sie kommen, was sie bedeuten, was es heisst. Wir nehmen so Wunder, Basel, von wo kommt denn der Name? Basel oder Bern oder Zürich? Also es schmeichelt natürlich, wenn man Basel von Basilea, also die Königliche, annimmt, wie man das also bis jetzt auch zum Teil gemacht hat. Jetzt weiss man aber, dass das nicht stimmt. Das heisst, es stimmt nur indirekt. Die neueste Forschung geht von einer Battel aus, also doch in Richtung Steinfelshügel von der Bedeutung her. Und das wären wir wieder bei unserem Münsterhügel. Und Zürich zum Beispiel? Zürich gibt es auch verschiedene Theorien. Es ist ja, Zürich lässt sich sehr gut konstruieren als Turicum. Es ist auch schriftlich überlegt. Und Turi heisst, ist ein Wasserwort. Also es ist die ganze Wasserlandschaft Turi, wobei noch spannender ist Limmat. Limmat ist Lindomagos und heisst eigentlich die grosse Schlange. Die grosse Schlange. Die andere Welt, so heisst die Psytag, das ist das Motto von der Psytag am nächsten Wochenende. Was heisst das, was erwarten dort Leute? Wir wollen in dem Sinne ein bisschen einen Überblick geben in diesem Jahr, in dem Jubiläumskongress, sind eben die 20. über das ganze Gebiet. Wir haben drei Tagesthemen. Am ersten Tag geht es um rätselhafte Fähigkeiten, am zweiten Tag geht es um rätselhafte Erscheinungen und am dritten Tag, am Sonntag, das ist traditionell bis unser mehr philosophischer Tag, wenn wir das Verhältnis so gründen zwischen Psy, Wissenschaft und Spiritualität. Und was für phänomenale Sachen bieten Sie den Leuten, um sie zu überzeugen? Wie gesagt, wir wollen niemanden unbedingt überzeugen. Wir wollen einfach, dass sie die Möglichkeit haben, sich ein objektives Bild zu verschaffen über diese Sachen. Und unser wichtigstes Anliegen ist wirklich, die Wissenschaftler in Kontakt zu bringen mit den Praktikern. Und was eigentlich vielleicht jetzt in der Diskussion von mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, was unser eigentlich allerwichtigstes Anliegen ist, ist, dass wir auch wirklich den Leuten irgendwie die Möglichkeit geben, zu merken, dass sie mit ihren eigenen Erfahrungen nicht allein stehen. Also wir wollen wirklich auch sensitive Leute und speziell auch Kinder. Es gibt so viel. Es gibt in der Schweiz, denke ich, Hunderttausende, die so Erfahrungen gemacht haben und die mit denen ganz, ganz allein dastehen, die sich nicht getrauen, über die Erfahrungen zu reden, weil sie als verrückt angeschaut werden. Sie haben vielleicht mal am Arbeitsplatz etwas erzählt und haben dann gleich gemerkt, oh nein, es gibt, denke ich, auch sehr viele Kinder, die je nachdem in psychologische bis psychiatrische Betreuung kommen, wenn man kein Verständnis hat und nicht ernst nimmt, was sie wirklich erlebt haben. Und wir wollen einfach insofern ein Forum sein, für so Leute, dass sie können eben auch mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommen. Also Leute, die sensitive Fähigkeiten haben und vielleicht Angst haben, jemandem zu erzählen, die sind bei euch sicher richtig und können das euch auch sagen an diesen Tagen? Ja, auf jeden Fall. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, dass man den Leuten schon nur sehr viel helfen kann, wenn man ihnen nur einfach mal zulässt und sie ernst nimmt und nicht von vornherein als Spinner abqualifiziert. Das nimmt den Leuten oft sehr viel Druck weg, weil es gibt wirklich Leute, die darunter leiden und sich selber in Frage stellen und das Gefühl haben, stimmt etwas bei mir nicht, bin ich jetzt wirklich irgendwie psychisch krank. Und ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe, dass wir diesen Leuten einfach irgendwie zeigen, sie stehen mit dem nicht allein und dass wir sie ernst nehmen in ihren subjektiven Erfahrungen. Sie haben zwar jetzt keine Heiler an diesen Psy-Tagen hier, aber trotzdem arbeiten Sie viel mit Heilern zusammen. Es nimmt mich gleich noch ein Wunder. Wie kann man eigentlich unterscheiden, welcher Heiler jetzt wirklich gut ist und welcher schlecht? Das ist ja ein wahnsinnig grosses Feld, das sich da aufgetan hat.
Ich denke, das kann man gar nicht einfach so. Man kann einfach vielleicht mal entscheiden, ob ein Heiler für einen selber gut ist oder nicht. Ich denke, das ist auch bei Therapeuten so. Eine Therapeut kann gut sein, aber für den einen Menschen nicht geeignet. Eine Methode kann gut sein, aber vielleicht einem Menschen nicht entsprechend sein. Es gibt ganz simple Kriterien. Erstens, sich auf sein eigenes Gefühl verlassen. Und wirklich schauen, ob man sich bei einem Heiler wohl und gut aufgehoben fühlt. Und dann gibt es die ganz simple äußere Kriterien. Ein Heiler soll keine Vorauszahlungen verlangen. Er soll die Leute nie davon abhalten, in ärztlicher Behandlung zu bleiben. Er soll nie sagen, ich bin der Einzige, der dir helfen kann. Er sollte keine Diagnose stellen, die Leute nicht in eine Abhängigkeit bringen. Ich denke, das sind ganz äußere Kriterien, die jeder anwenden kann. Und daneben sind wir dann eben auch eine Anlaufstelle für all die Leute, die Heiler suchen. Wir versuchen, das so gut wie möglich auch weiter zu vermitteln. Und zum Schluss wollte ich noch eine Kodierungsfrage, auch wenn Sie das nicht gerne machen, ich weiß es, aber trotzdem, wenn ich heute Nachmittag einen Spaziergang mache über Basel und möchte an einen speziellen, sage ich halt jetzt mal, Ort gehen, wo gehe ich denn da hin? Also, der Münsterhügel ist an sich, wenn er nicht so touristisch überlaufen wäre, an sich immer noch sehr schön. Dann, wenn man ein bisschen mehr Ruhe sucht, ich denke, Tüllingen ist vielleicht ein kleines Tipp, also wäre dann schon auf der deutschen Seite. Auch Krishona, man kann sehr schön herfahren mit öffentlich und nachher runterlaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mariastein ist so ein klassisches Gebiet, immer noch sehr ein schöner Ort, trotz christlicher Überformung. Und Zürich noch ein Ort? In Zürich ist der Hausberg Uetliberg, aber von Zürich aus ist man eigentlich sehr schnell auch in Einsiedeln zum Beispiel. Also der ganze See wäre sehr schön, aber es ist leider sehr überbaut. Also ein paar Orte, die vielleicht speziell gut dienen. Kurt Ehrungs, Lucius Werbmüller, herzlichen Dank, dass Sie uns persönlich gekommen sind. Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.